Und deshalb will ich das gerne hier erneuern, damit wir eben über die anderen Fragen auch sprechen. Warum verbinden sich die staatstragenden Parteien der Mitte nicht? Bund und Länder und Gemeinden. Also, Herr Hofreiter, ich will gerade einen Appell an alle Demokraten machen, und Sie haben wieder nichts Besseres zu tun, als spalterische, parteipaktische Parolen in dieses Haus zu rufen. Doch unglaublich. Ich finde das empörend, Herr Hofreiter. Ich empfinde Ihre Parteitaktik als empörend. Ich will hier appellieren, dass wir uns gegen die wahren Gegner unserer freiheitlichen Ordnung zusammenschließen. Und Sie kommen mit Ihrer Traumabearbeitung von Jamaika, weil wir nicht Minister geworden sind. Was ist das für eine Rückgratlosigkeit, dieses Süppchen zu kochen, diese Kleinteiligkeit? Wenn Sie... Herr Hofreiter, ich lasse jetzt gar nichts sagen. Legen Sie doch mal öffentlich dar aus den Jamaika-Gesprächen, wenn Sie darauf zurückkommen. Legen Sie mal dar, wären Sie da bereit gewesen, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu machen? Nein, rufen Sie. Das ist doch genau das Problem. Wir lösen die Probleme nicht, und dazu fordere ich uns auf.